Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, ich mache mal so ein kleines informatives Video, weil ich immer wieder in der Vergangenheit gefragt wurde, wie läuft das eigentlich ab in Schweden oder in Norwegen oder generell in Skandinavien, worauf muss ich achten? Ich mache das zum ersten Mal, was soll ich einpacken? Wie läuft das vor Ort? Sind da irgendwie andere Dinge zu beachten als in Deutschland? Und deswegen wollte ich einmal diese ganzen Fragen klären. Und das mache ich in diesem Video. Als allererstes mal die Frage, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Ich bin in Norwegen am Isterensee. Das ist in der Nähe von der Femundsmarka. Und das da im Hintergrund ist ein Sandstrand und das sieht hier eigentlich fast überall so aus. Also es ist wirklich ein richtig tolles Gebiet, um einfach sich das Kajak voll zu packen. In die Richtung ist auch ein Kajakverleih. Glotberget heißt das. Da kann man sich ein Kajak mieten für so lange, wie man mag. Kann da seine Sachen draufladen, sein Equipment. Und dann kann man hier auf den 29 Quadratkilometer großen See rausschippern, sich einen schönen Platz suchen. Und das ist gerade das, was ich mache. Heute ist der, weiß gar nicht, siebte Tag oder so, den ich hier auf dem See unterwegs bin. Und es ist wirklich richtig geil, aber es ist auch hart. Gerade hier in dem Gebiet auf 640 Meter Höhe weht schon ein anderes Lüftchen, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man dann alleine unterwegs ist, ist echt anstrengend, hier mit dem Kajak gegen den Wind irgendwie zurückzukommen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier eine extrem geile Zeit. Und ja, das dazu, wo ich gerade bin. Dann komme ich auch schon direkt zur nächsten Frage und die wäre, warum fährst du immer nach Skandinavien? Also das wird mir eigentlich jedes Jahr aufs Neue gestellt. Ich fahre seit 2018 jährlich ein- bis zweimal nach Skandinavien und verbringe hier wirklich den ganzen Sommer oder meinen Sommerurlaub. Und das sind halt schon ein paar Wochen im Jahr. Und es wird auch irgendwie nicht langweilig. Die ersten Jahre bin ich immer durch Norwegen gefahren und habe mir da schöne Plätze gesucht. Und ja, irgendwie hat mich das Ganze hier gepackt. Und natürlich bin ich dann auch irgendwann mal nach Schweden gefahren und habe da eine gute Zeit verbracht. Und der einfachste Grund, um das jedem zu erklären, der nicht in dem Thema drin ist, ist, glaube ich, einfach, dass ich Abstand von dem ganzen Trubel, von Menschen, von jeglicher Zivilisation, also hier oben ist ja wirklich nicht viel, haben möchte. Und dementsprechend fahre ich halt wirklich überwiegend nur nach Skandinavien, weil diese Länder wirklich dünn besiedelt sind. Gerade hier in diesem Gebiet, das ist Norwegens dünn besiedeltstes Gebiet überhaupt. Hier wohnen so wenig Leute pro Quadratkilometer wie nirgendwo anders in Norwegen. Und das merkt man auch definitiv. Man begegnet wirklich wenig Menschen. In der Zeit, wo ich jetzt mit dem Kajak unterwegs bin, habe ich nur eine Handvoll Leute gesehen, die einfach mit dem Kajak irgendwo an mir vorbeigefahren sind, auch meistens in weiter Ferne. Gut, zwei Leute habe ich gesehen, die sind an meinem Strand angelandet und sind durch mein Lager gelaufen, warum auch immer. Wen das interessiert, warum die das gemacht haben, könnt ihr euch gerne die ganze Videoreihe ansehen zu diesem Trip hier. Und genau, das ist, glaube ich, so der einfachste Grund, warum ich hier hochfahre, also mit der Hauptgründe. Natürlich fasziniert mich auch die Landschaft hier, die Natur, die Tiere, das Klima, was im Sommer eher milder ist. Es gibt auch Regionen, wo es wirklich heiß sein kann, auch über einen längeren Zeitraum, aber das ist eher im Süden. Ich befinde mich jetzt auf der Höhe von Trondheim ungefähr und da weht echt ein anderes Lüftchen. Also nachts haben wir hier teilweise 4 Grad und es ist Hochsommer. Und heute ist mal so ein Tag, wo es wirklich warm ist, mit 20 Grad, wo ich hier im T-Shirt sitzen kann und fast nicht friere. Also ja, es ist schon ein echt krasser Unterschied hier. Natürlich war ich auch schon in südlichen Ländern unterwegs, jetzt nicht mit dem Auto, aber mit dem Flieger zum Beispiel in Spanien, auf Teneriffa, auf Mallorca. Die gängigen Sachen, die man so schon, die wahrscheinlich jeder schon irgendwie mal gesehen hat. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, die Strände sind komplett voll mit Leuten. Nirgendwo hat man wirklich seine Ruhe oder kann sagen, jetzt habe ich wirklich heute nur eine Handvoll Leute gesehen. Und dazu ist es auch noch übertrieben heiß. Also diese Hitze ab
30, 35 Grad tagtäglich, die brauche ich einfach nicht. Und so gesehen kann das auch ein weiterer großer Punkt sein, der Gründe, warum ich immer nach Skandinavien fahre. Noch dazu sind die Straßen unglaublich leer. Also auch am Tag begegnet man auf Landstraßen wenig Autos. Man kann eigentlich immer frei fahren und kann sich alles ganz genau ansehen in seinem eigenen Tempo. Ja, ich finde, das ist so eine ganz andere Art zu reisen hier oben. Und deswegen zieht es mich ja irgendwie jedes Jahr wieder hoch. Und ich glaube auch nicht, dass das hier der letzte Trip nach Skandinavien war. Und mal sehen, was mich noch so erwartet in den nächsten Jahren. Neben der Frage, warum ich immer hier hochfahre, ist wohl die zweithäufigst gestellte Frage, wie finde ich eigentlich meine ganzen Plätze? Wie finde ich diese wunderbaren, abgelegenen Stellplätze, wo seit Wochen und Monaten womöglich niemand mehr war, die ich ganz für mich alleine habe, mit den schönsten Sandstränden oder an den schönsten Seen? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Ich benutze Google Maps, Satellitenbilder, gehe da rein und zoome quasi wahllos in irgendwelche Gebiete, wo ich denke, dass die vielversprechend sein können. In den meisten Fällen suche ich mir dann einfach Seen raus und schaue, ob dort Wege zum Wasser führen, die dort im besten Fall auch noch enden. Meistens sind es auch Wendekreise. Das kann auch mitten im Wald sein. Ich orientiere mich da schon häufig an Sandstränden, wenn man die von den Satellitenbildern aus sehen kann. Dann gehe ich meistens als nächsten Schritt in Google Street View rein und ziehe das Männchen genau dorthin, wo die Straße ist. Im idealsten Fall ist da schon ein Auto hingefahren. Wenn es nicht so ist, wenn diese Straße also nicht blau aufleuchtet, sodass man sich das wirklich aus der Ich-Perspektive anschauen kann, obwohl man nicht da ist, dann gucke ich mir die letzte Straße an, die in der Nähe ist, die noch verfügbar ist, und schaue, ob dort bei der Abzweigung zu diesem Weg Schranken sind, Verbotsschilder, ob der Weg überhaupt fahrbar ist. Und so kann ich mir schon mal einen groben Eindruck machen, ob sich das generell lohnen würde, dahin zu fahren oder nicht. Und ob man vielleicht sogar eine Route machen könnte, die diese Punkte abarbeitet. Ist natürlich nicht nur ein Platz, den ich mir aussuche, sondern ganz viele. Und ja, dann fahre ich den Platz an. Und wenn er was ist, dann speichere ich mir den als guten Schlafplatz ab. Und wenn nicht, dann fahre ich weiter und suche mir den nächsten. Was ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch sagen muss, ist, bitte achtet auf die lokalen Hinweise, ob da jetzt Schranken sind oder Schilder oder sonstige Verbote. Bitte nicht umgehen und wirklich sich dran halten, weil die Leute vor Ort sind natürlich von diesen ganzen Menschenmassen, die nach Skandinavien fliehen, weil es da so schön ruhig ist, einfach überfordert. Die haben auch ihre eigenen Plätze, und wenn die dann an ihren eigenen Plätzen immer nur auf super viele Menschen treffen, dann sind die auch irgendwann richtig genervt, und so entstehen dann auch noch mehr Schilder und Schranken. Die sprießen wirklich aus dem Boden, gerade in Südschweden, weil es da einfach dicht besiedelt ist und die ganzen Camper da ankommen und sich erstmal einen Platz suchen, natürlich. Und weil es da nichts gibt, stellen die sich halt auch irgendwo hin, wo sie es eigentlich gar nicht dürfen. Und das bringt mich auch direkt zum nächsten Thema, und das wäre die App Park4Night. Von der halte ich ganz, ganz großen Abstand, und ich kann genau sagen, warum. Erstmal finde ich es unfassbar, dass solche Apps überhaupt existieren. Es ist auch nicht die einzige dieser Art. Ihr könnt euch das so vorstellen, falls ihr das nicht kennt, dort werden Plätze von Leuten veröffentlicht mit Foto und Beschreibung, die dann jeder einsehen kann und jeder anfahren kann. Und das können ganz normale, schöne Plätze sein, Sandstrände, irgendwelche Badeplätze oder aber auch private Plätze sind auch manchmal dabei, und Plätze von die meistens nur von Locals angefahren werden. Und ja, dadurch wird das halt extrem überlaufen. Und es kommen auch nicht nur Leute hin, die es gut meinen. Und dementsprechend sehen die Plätze dann auch meistens aus. Überall im Gebüsch wird hingeschissen. Überall liegt der Müll. Ständig sind da Menschen. Also das sind dann wirklich richtige Hotspots, wo sich Leute einen Schlafplatz suchen.
und die dann halt einfach Scheiße hinterlassen. Also es ist wirklich so vergleichbar das Niveau wie auf Autobahnraststätten oder Parkplätzen, die wirklich komplett voll zugemüllt sind. Und das muss einfach nicht sein. Und deswegen halte ich da wirklich großen Abstand von dieser App. Ab und zu benutze ich die nur, um zu sehen, ob der Platz, den ich mir bei Google Maps rausgesucht habe, in dieser App schon gespeichert ist. Weil das ist für mich auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium, da überhaupt hinzufahren. Weil wenn dieser Platz in dieser App gespeichert ist und der ist noch bis Mitte Schweden drin, kann man davon ausgehen, dass man auf jeden Fall Besuch bekommt in der Saison, weil es einfach zu viele Camper sind. Und es ist leider mal wieder so, dass einige wenige daran schuld sind. Der größte Teil benimmt sich wirklich gut und achtet darauf, dass er immer seinen Müll mitnimmt und keinen Lärm macht. Aber einige wenige übertreiben es dann halt wirklich, fahren dann zum Party machen hierher oder wie auch immer, weil sie Seven vs. Wild gesehen haben, das unbedingt mal selber ausprobieren möchten, tun sich dann zusammen, bis das ganze Auto voll ist, laden da haufenweise Alkohol rein, eine Boombox und fahren dann ohne Plan los, ohne überhaupt zu wissen, wie sie sich in diesem Land benehmen sollten. Und dementsprechend passiert das dann halt immer wieder. Also so Boomboxen und Leute, die Party machen an einem einsamen See in Schweden, sind für mich wirklich das mit Abstand nervigste, was ich hier erlebt habe. Deswegen auch nochmal meine Bitte an jeden, der dieses Video sieht, versucht es ohne Park4Night, versucht es so zu machen, wirklich die Plätze bei Google Maps sich selbst rauszusuchen. Klar, das ist viel Arbeit und manchmal sind die Plätze wirklich nichts und man muss weiterfahren, auch manchmal 3 oder 4 Mal. Gerade in Südschweden kann das halt oft passieren, weil überall Schranken sind. Aber das sollte niemanden abschrecken und das gehört alles zum Abenteuer dazu. Der Weg ist das Ziel und man findet immer irgendwo Plätze. Gerade wenn man im Auto schläft, kann man eigentlich überall anhalten, wenn es hart auf hart kommt. Ja, das wäre einfach sehr schön, vor allem für die Leute, die vorhaben, das erste Mal nach Skandinavien zu fahren. Und das bringt mich auch direkt zum nächsten Thema, wo man gut drauf aufbauen kann. Und das ist nämlich die Gastfreundschaft. Wenn man sich normal verhält, keinen übermäßigen Lärm macht, seinen Müll nicht irgendwo liegen lässt, dann kommt man auch gut ins Gespräch mit den Einheimischen, mit den Locals. Egal, wo man sich jetzt befindet, in Schweden oder Norwegen oder auch in Finnland. Denn die Leute hier sind einem normalerweise wohlgesonnen. Die laden einen sogar zu sich nach Hause ein. Man kann hier neue Freunde kennenlernen. Und was das angeht, hatte ich bisher nur eine Handvoll schlechter Erfahrungen in all den Jahren gemacht. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wenn man neugierig ist und Fragen stellt, wird einem das wirklich ausführlich beantwortet, weil diese Menschen hier auch die Natur lieben, die hier wohnen und gerne bereit sind, jemandem, der darüber etwas wissen möchte, das auch zu erzählen. Also man braucht hier wirklich keine Scheu zu haben. Zum Beispiel kann man auch als Radreisender immer wieder in den ländlichen Gebieten sich Hilfe suchen oder wenn man einfach nur das Wasser auffüllen muss oder nach dem Weg fragt, kann man auch einfach mal an der Haustür klingeln. Man wird dann nicht gleich wieder weggeschickt oder wie hier in Deutschland einfach direkt wieder die Tür zugeknallt. Und was will der denn, so ein auf den? Sondern meistens ist es so, dass von diesem kleinen Klingeln an der Tür eher so ein 2- bis 3-stündiger Aufenthalt bei den Leuten zu Hause wird. Man wird eingeladen zum Essen, man spricht über Gott und die Welt und das ist einfach nur schön. Ja, kommen wir nun zu so ein paar kleinen organisatorischen Dingen. Wenn ich so eine Reise plane, was brauche ich eigentlich für Equipment? Fahre ich mit dem Auto? Wenn ja, kann ich darin schlafen? Wenn nein, was brauche ich, um wirklich draußen schlafen zu können? Und das hängt so ein bisschen davon ab, wann ihr hier hochfahrt. Gerade so im Mai kann es noch relativ kalt sein. Und auch in den Nächten kann es noch frieren, sodass eine Nacht draußen im Zelt hart sein kann. Und Ende August kann das auch schon wieder vorkommen. Also dieser kleine Zeitraum Juni, Juli, August, den muss man wirklich ausnutzen. Das machen natürlich auch viele. Und da kann man dann meistens davon ausgehen, dass hier wenig Regentage sind und die Sonne auch mal
mehr als nur ein paar Stunden scheint. In Skandinavien geht die Sonne ja auch viel später unter. Je weiter man hochkommt, desto später geht sie unter und desto früher geht sie auf. Ab dem Polarkreis dann im Sommer zu einem bestimmten Zeitpunkt geht die Sonne dann gar nicht mehr unter. Ist auch sehr spektakulär. Also da sollte auf jeden Fall ein guter Schlafsack schon dabei sein. Ich benutze selbst den Defense 4 von Carinthia. Dazu noch eine gute Isomatte von Thermarest. Ich glaube, die hat einen R-Wert von 3 oder 3,5. Und ja, das ist, denke ich, ganz gut ausreichend. Zelte kann man sich drüber streiten, da sind die Geschmäcker verschieden. Sollte aber definitiv eins sein, das wasserfest ist. Denn hier oben kann das Wetter auch mal ganz schnell umschlagen von diesem schönen Sonnenschein in 3-4 Stunden Dauerregen und Wind. Und da möchte man natürlich ja trocken sein. Und wenn man dann nur so ein Überzelt hat oder so ein durchsichtiges Zelt, da ist man hier auf jeden Fall falsch. Deswegen empfiehlt sich auch noch ein Tarp dazu, was man einfach drüber spannen kann. Da hat man auch ein bisschen Windschutz noch. Und so ist man gegen die meisten Wettereinflüsse auf jeden Fall schon mal sicher. Ich habe auch schon einige Equipment-Videos dazu erstellt zu dem Thema. Ich habe euch die einfach mal hier oben verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen und dann seht ihr ungefähr, was man dabei haben sollte. Natürlich kann man immer Sachen hinzufügen oder auch weglassen, je nachdem, was die persönlichen Ansprüche sind. Aber es gibt auf jeden Fall einen groben Überblick. Was neben dem ganzen Schlafequipment hier auf jeden Fall auch noch nicht schlecht wäre, wäre ein Großeinkauf an allen möglichen Lebensmitteln in Deutschland. Denn hier kann man davon ausgehen, dass man mindestens die Hälfte mehr, wenn nicht sogar manchmal in manchen Gebieten, die dünner besiedelt sind, doppelt so viel bezahlt für seinen Einkauf als in Deutschland. Lebensmittelpreise, Benzinpreise sind hier oben einfach extrem teuer und das muss man ein bisschen einkalkulieren, je nachdem wie weit man fährt und wie lange man reist. Deswegen kauft vorher alle möglichen Dinge nochmal ordentlich ein. Vor allen Dingen frische Sachen sind hier extrem teuer. Das lohnt sich überhaupt nicht, die hier erst vor Ort zu kaufen, die Sachen. Und so Sachen wie Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Kartoffeln und so weiter, die halten sich ja erstmal ein bisschen. Natürlich ein bisschen kühl lagern. Wenn man Dachboxen hat, ist es auch eine gute Idee, die Sachen darin zu lagern. Im Auto wird alles sehr schnell leider schlecht, weil sich die Hitze dann hier staut. Anders wie in Deutschland kann man hier an der Tankstelle sein Wasser auffüllen. Das funktioniert ganz einfach über einen Wasserhahn. Meistens braucht man da nicht mal einen eigenen Schlauch für, sondern kann den vorhandenen Schlauch benutzen, der ist lang genug. Und so könnt ihr eure Wasservorräte wieder auffüllen. Ansonsten kann man das Seewasser auch trinken tatsächlich. Dazu fährt man einfach ein Stückchen auf den See raus, hält seine Flasche ins Wasser und das war's auch schon. Ist Trinkwasserqualität, die allermeisten Seen. Natürlich sollte man sich regional informieren. Und wer trotzdem Bedenken hat, kann das Wasser nochmal filtern oder abkochen. Den Müll wird man meistens an großen Entsorgungsstationen los. Da stehen dann alle möglichen Container, wo man den Müll auch trennen kann. Und die sind öffentlich zugänglich, umsonst. Ist ein super System. Und das nutze ich auch regelmäßig. Für Leute, die ihre menschlichen Abfälle im Camper sammeln und dann entsorgen möchten, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, dazu gibt es auch Apps, wo man das genau einsehen kann, wo solche Entsorgungspunkte sind. Da kenne ich mich aber nicht gut genug zu aus, weil ich das selber nicht nutze. Aber die Leute, die damit unterwegs sind, werden damit sicherlich selber schon Erfahrungen gemacht haben. Und ja, da gibt es eigentlich auch an jeder Ecke etwas. Über das Tankstellennetz braucht man sich hier auch keine Gedanken machen, ob es jetzt Benzin ist, Super Plus oder LPG-Gas oder vielleicht sogar Strom. Das ist hier weitläufig abgedeckt. Es gibt einzelne Gebiete, da ist es wirklich so, dass man 50 bis 100 Kilometer fahren muss zur nächsten Tankstelle. Das sollte man natürlich einplanen. Also gerade wenn man Offroad unterwegs ist, so wie ich das gerne mache, muss man schon so ein bisschen auf seine Kraftstoffvorräte achten. Und eventuell tut da so ein 10 oder 20 Liter Reservekanister in manchen Fällen gut. Kommen wir zum nächsten Thema und das sind wilde Tiere.
Hier in Skandinavien gibt es auf jeden Fall eine Vielzahl von Tieren, die in Deutschland jetzt nicht so vertreten sind. Unter anderem Rentiere, Elche, Bären, haufenweise Wölfe und ja, viel mehr Mücken als in Deutschland. Das liegt natürlich an den ganzen Seen und Sumpfgebieten. Und das spürt man auf jeden Fall und sieht man auch. Bei den Rentieren muss man definitiv aufpassen. Die sind manchmal ein bisschen dumm, laufen einfach auf der Straße vor deinem Auto, kilometerweit, gehen auch nicht von der Straße runter, auch wenn du anhältst oder hupst. Und da muss man manchmal ein bisschen geduldig sein und achtsam, denn die können auch einfach mal so über die Straße laufen, genauso wie Elche. Und bei einem Elch ist dann ganz schnell mal alles aus und vorbei. Wenn man mit einem Elch kollidiert, dann ist das Auto nicht nur Totalschaden, sondern man selbst vielleicht auch noch, weil der so eine unglaubliche Größe und Masse hat, dass der die ganze Frontscheibe eindrücken kann bei einem Aufprall. Und das ist auch, glaube ich, auf der Straße die häufigste Todesursache, soweit ich weiß, hier in Skandinavien. Und da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass einem das nicht selber passiert. Jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, es gibt ja auch noch andere wilde Tiere, unter anderem Bären. Ich habe 2021 drei wilde Bären gesehen. Die sind in einiger Entfernung über die Straße gelaufen, auf der Landstraße. Und es war ein Elternteil und zwei Junge. Und es war auch alles nicht weit entfernt von meinem Schlafplatz. Also da hatte ich dann schon etwas mulmiges Gefühl. Jetzt gerade befinde ich mich auch wieder in einem Bärengebiet. Also wenn man hier richtig Pech hat, dann begegnet man einem Bären in freier Wildbahn. Und es empfiehlt sich meiner Meinung nach schon, ein Bärenabwehrspray dabei zu haben, gerade wenn man häufig Wanderungen unternimmt, auch in diesen Gebieten. Es gibt davon, soweit ich weiß, 2000 oder 3000 Bären in ganz Schweden, in Norwegen etwas weniger und Richtung Russland und Finnland wird es dann immer mehr. Also ich hoffe, dass ich in Zukunft keinem begegnen werde, aber das muss man wissen. Und wer Angst vor sowas hat oder generell mit Tieren oder Geräuschen nachts im Wald Probleme hat, für den ist Skandinavien auf jeden Fall nichts. Also damit muss man klarkommen. Und mit der Zeit härtet man aber, was das angeht, auch ein bisschen ab und wertet nicht jedes Knacksen gleich als ein Bären, sondern meistens ist es einfach nur ja, eine Maus oder sowas. Was auch in die Kategorie Tiere fällt und extrem nervig ist, sind die ganzen Insekten. Also gerade so in den sumpfigen Gebieten oder wo es wirklich viele Seen gibt und wo sich auch mal die Wärme staut, da kann es auch wirklich eine Plage sein. Da wird man dann wirklich belagert von nicht nur Mücken, sondern auch von den Kriebelmücken. Das ist eine ganz besondere, ganz besonders nervige Insektenart, denn die stechen nicht, sondern beißen. Das ist wirklich sehr unangenehm, tut jedes Mal sehr weh. Die fliegen dir permanent ins Gesicht, in die Nase, in die Augen, in die Ohren. Also es ist wirklich kaum auszuhalten. Wenn man da einen schlechten Tag erwischt hat, kann man sich eigentlich nur im Zelt oder im Auto aufhalten. Und da empfiehlt sich so ein Imkerhut, den aber bitte nicht mit normalen Mückennetzen, sondern mit extra dünnen Mückennetzen, weil diese Kriebelmücken durch die normalen europäischen Mückennetze easy durchkommen können. Also da, das ist, als ob die nicht da wären. Und ja, das muss man auf jeden Fall wissen. Also wer Allergiker ist, in die Richtung Mückenstiche, sollte dieses Land auch nicht aufsuchen. Und man sollte ja persönliche Vorkehrungen in die Richtung treffen. Ich selber kann Antibrumm empfehlen. Das benutze ich aber wirklich nur in Ausnahmesituationen. Da steht halt auch drauf, dass man das nicht so oft nutzen darf. Und deswegen lasse ich da auch weitestgehend die Finger von, wie gesagt, nur wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Vorher ziehe ich mir dann lieber einen Pulli und eine lange Hose an und ja, dann muss man es irgendwie durchstehen. Aber es kann einen wirklich den ein oder anderen Tag manchmal echt vermiesen. Am Tag geht es meistens, nur abends geht es dann richtig los, wenn der Wind nachlässt.
dann kommen die aus ihren Löchern, das könnt ihr euch nicht vorstellen und das ist echt richtig nervig. Das Gröbste ist, glaube ich, dann auch damit geklärt. Was mir noch eingefallen ist, wäre, wie kommt ihr überhaupt hierher? Wenn ihr mit dem Auto fahrt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann von Deutschland von mehreren Punkten aus übersetzen nach Schweden. Das nimmt sich aber von der Zeit und von den Kosten her kaum etwas als die Brücken, die man nehmen muss, wenn man durch Dänemark fährt. Das mache ich immer so. Also ich fahre durch Dänemark, habe dann zweimal die Brücken, einmal in Dänemark und einmal in Schweden. Die große Öresundbrücke. Und das kostet, meine ich, pro Brücke 30 bis 40 Euro. Dann natürlich auf dem Rückweg nochmal. Und wenn man mit der Fähre fährt, sollte man früh genug buchen, denn die Preise variieren extrem. Also wer früher bucht und das Ganze schon lange plant, der kann da so ein bisschen Geld sparen. Ihr könnt auch in Dänemark von Hirtshals nach Kristiansand in Norwegen rübersetzen mit der Fähre. Das habe ich aber auch zum letzten Mal gemacht, 2020, und das würde ich auch nie wieder tun, weil das wirklich eine katastrophale Fährenüberfahrt war. Da habe ich mich, glaube ich, 4 Stunden am Stück übergeben auf der Toilette, weil es einfach nicht aushaltbar ist. Das Schiff hat wirklich solche Sätze gemacht, immer wieder hoch, runter, rechts, links. Es war einfach nur schrecklich. Es war der krasseste Sturm überhaupt. Und ich weiß auch nicht, warum wir überhaupt gefahren sind. Warum der Kapitän nicht gesagt hat, Leute, wir müssen das abwarten oder verschieben. Aber da ging es wahrscheinlich eher mehr um Profit als um das Wohlergehen der Passagiere. Und generell fährenmäßig würde ich euch immer die größte Fähre empfehlen, die ihr irgendwo finden könnt. Bloß keine kleinen Fähren nehmen. Vor allen Dingen nicht die Fjordline, heißt sie, glaube ich. Das ist die schnelle Fähre. Die hat bei Wind und Wellengang extreme Probleme. Und nehmt lieber die Colorline, wenn es eine Fähre sein soll. Ja, genau, das dazu. Ansonsten ist, glaube ich, alles soweit geklärt. Ich bin nochmal in mich gegangen, habe nochmal überlegt, aber mir ist keine weitere Frage eingefallen. Ich hatte bei Instagram auch gefragt, ob Leute noch was wissen möchten, aber da sind auch nur die gleichen Fragen gekommen, die ich jetzt schon beantwortet habe. Deswegen, wenn hier irgendetwas noch nicht geklärt wurde, was ihr gerne wissen möchtet, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich versuche darauf auf jeden Fall zu antworten, wenn ich doch auf eine Antwort weiß. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Freut mich sehr, dass euch das Thema interessiert hat, wenn ihr bis zum Ende des Videos durchgehalten habt. Und ja, schaut gerne die Videoreihe von diesem Abenteuer hier. Ich alleine mit einem Kanu auf einem riesengroßen See für 2 Wochen. Sind auf jeden Fall schon einige lustige Sachen passiert und ich weiß auch noch nicht, was mir noch so widerfahren wird. Und ja, ich denke, es ist sehr sehenswert. Ich gebe mir auf jeden Fall immer sehr viel Mühe und versuche das alles schön zu schneiden und aufzunehmen und festzuhalten. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao.